Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich freue mich über die Debatte heute zu bester Zeit im Parlament zur maritimen Wirtschaft. Und ich finde, die Zeit ist angemessen. Aber angemessen ist es diese Debatte auch angesichts der Bedeutung der maritimen Wirtschaft für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Besonders, natürlich muss ich das als Kind der Küste betonen, an der Küste, aber eben nicht nur an der Küste, sondern auch im Binnenland. 400.000 Arbeitsplätze hängen an der maritimen Wirtschaft. 90% unseres Warenumschlages geht über die maritime Wirtschaft. Das heißt, jeden Tag haben Sie mit maritimer Wirtschaft zu tun, haben Sie mit Produkten in Ihrem Haus zu tun, die über die maritime Wirtschaft transportiert worden sind, obwohl das vielen auch nicht so bewusst ist. Wir beraten diesen Antrag im Vorfeld der maritimen Konferenz, die dieses Jahr am Bodensee stattfindet. Ehrlich gesagt, ich bin ja der Meinung, maritime Konferenzen sollten da stattfinden, wo nennenswerte Mengen von Salzwasser vorhanden sind. Aber diesmal soll es am Bodensee sein, weil in Süddeutschland auf die besondere Bedeutung der maritimen Wirtschaft in Süddeutschland hingewiesen werden soll. Und das ist gut. Man muss aber auch sagen, die maritime Wirtschaft geht aus von Emden. In Emden wurde die Idee geboren zur maritimen Konferenz. Und wenn beim nächsten Mal das Dutzend voll ist, würde ich mich freuen, wenn die Konferenz wieder dahin zurückkehrt, wo sie herkommt, nämlich in Emden. Wir brauchen die maritime Wirtschaft, auch wenn das dem einen oder anderen nicht bewusst ist. Deshalb sollten wir die maritime Wirtschaft auch als Schlüsselbranche bezeichnen. Und sie sollte Schlüsselbranche sein in einer nationalen Industriestrategie, Herr Staatssekretär, über die wir uns ja in den letzten Wochen und Monaten auch tüchtig unterhalten haben. Die maritime Wirtschaft steht nämlich vor großen Herausforderungen, die wir mit diesem Antrag benennen und auch begleiten wollen. Und der Schwerpunkt unseres Antrages in diesem Jahr ist die maritime Energiewende. Darin bestehen große Herausforderungen, aber wie ich meine, auch riesengroße Chancen. Die Stärke der deutschen Werften liegt im Spezialschiffbau und im Hightech. Und jetzt haben wir die Chance, die richtigen Weichen zu stellen, dass in Deutschland es möglich ist, dass wir Vorreiter werden für den Bereich Green Shipping und der Spezialschiffbau in diesem Bereich einen Schwerpunkt bekommt. Und der Bund, liebe Kolleginnen und Kollegen, muss mit gutem Beispiel vorangehen bei öffentlichen Beschaffungen und bei Behördenschiffen. Green Shipping werden wir zum Förderschwerpunkt machen müssen, denn der Weltmarkt dafür ist riesig. Es gibt das Pariser Klimaschutzabkommen. Alle Menschen haben sich darauf verständigt, dieses Abkommen auch umsetzen zu wollen. Und dann spielt es künftig eine Rolle, wie viel CO2 man verbraucht, wenn das Schiff von A nach B fährt. Und dafür wollen wir Weltmarktführer werden, was diese Technik angeht. Und wir sollten die Rahmenbedingungen dafür schaffen, dass die Wertschöpfung für Green Shipping auch in unseren deutschen Werften generiert wird, und zwar entlang der gesamten deutschen Küste, von der niederländischen bis zur polnischen Grenze. Deswegen ist die Fortführung des Programms Innovationsprogramms in Schiffbau ganz besonders wichtig. Dieses Innovationsprogramm hat dazu geführt, dass wir den Schiffbau tatsächlich umstellen konnten auf Spezialschiffbau und es weiter fortzuführen. Darauf müssen sich die Menschen, die Arbeiterinnen und Arbeiter in den Werften verlassen können. Und deswegen war und ist es richtig und wichtig, dass der Überwasserschiffbau wie der Unterwasserschiffbau endlich Schlüsseltechnologie wird. Wenn wir eine Antwort auf die China 2025-Strategie haben wollen, muss der militärische Schiffbau Schlüsseltechnologie sein, muss der Innovationsfonds erhalten und ausgebaut werden und muss bei öffentlichen Beschaffungen, bei komplexen Projekten und so weiter auf die Lebenszykluskosten geachtet werden. Denn nicht nur der billige Einkauf ist wichtig, sondern der gesamte Betrieb des Schiffes über die ganzen Lebenszeiträume ist wichtig für die Beschaffung von Schiffen. Übergeordnete Rolle in diesem Kontext spielt LNG als Schiffsantrieb. Für die Nutzung müssten wir endlich einheitliche Rahmenbedingungen, Hafenordnungen anreizen und schaffen. Und wir müssen Infrastruktur schaffen. Daher ist es richtig, dass in Deutschland mindestens ein LNG-Port gefördert werden soll. Und der LNG-Port hat zwei Aufgaben. Einmal die Aufgabe des Gasimportes für Deutschland, um eine Diversifizierung der Gasversorgung auch tatsächlich sicherzustellen. Aber auf der anderen Seite muss dieser LNG-Port auch Hub sein für die LNG-Versorgung der Schiffe in den deutschen Häfen. Und die Standortauswahl muss nach Standortfaktoren erfolgen, nicht nach politischem Gusto. Und die Standortfaktoren sind seeschifftiefes Fahrwasser und nahe Verbindung zum nationalen Gastransportnetz. Und schön wäre es auch, wenn so ein LNG-Port nicht dazu führt, dass der allgemeine Schiffsverkehr auf den Flüssen eingeschränkt ist. Wir werden, wenn wir die Ziele der Energiewende ernst nehmen, die Gasinfrastruktur auch später noch benötigen. Entweder um grünes Gas aus anderen Ländern zu importieren oder, was noch viel besser ist,
es selber herzustellen, indem wir überschüssige Energie zum Beispiel in Nord- und Ostsee nicht abriegeln, sondern mit Power-to-X-Anlagen umwandeln. Und da besteht eine besondere Chance an der Küste. Und die Menschen an der Küste haben verdient, dass wir diese Chance auch ernst nehmen und wahrnehmen. Denn hier kommt der Strom an, hier ist die vorhandene Gasinfrastruktur und hier sind nennenswerte Speicherkapazitäten in Kavernen vorhanden. Es wäre unsinnig, diese Infrastruktur irgendwo anders noch wieder aufzubauen. Und es gäbe noch viele Bereiche zum Green Shipping zu nennen, aber ich will noch ein letztes Beispiel nennen, den wir in unseren Antrag aufgenommen haben, nämlich den Bereich der Landstromversorgung. Dadurch, dass es möglich ist, dass künftig Schiffe in den Häfen Landstrom beziehen, insbesondere auch die in der Kritik geratenen Kreuzfahrtschiffe, werden Häfen und Städte von Emissionen entlastet. Und der Landstrom kann sogar netzentlastende Wirkung haben, wenn nämlich dann, wenn man zu viel Strom hat, dort über Zwischenpuffer und Speicher es möglich ist, diesen in Norddeutschland auch zu behalten, statt ihn abzuregeln. Vieles ist noch Zukunft bei der Green Shipping-Technologie, aber in Ostfriesland würde man sagen, das sind die Drömers, die die Welt in Armen heulen, neid die Artentelles. Oder für die Alpinsozialisierten unter uns, die Träumer halten die Welt in den im Arten, nicht die Erbsenzähler. Zu den Träumereien, aber zu den wirklich wichtigen Problemen dieser Welt gehört die Bekämpfung des Plastikmülls in den Weltmeeren. Und wir haben im Antrag uns darauf verständigt, dass Deutschland dazu einen Beitrag leisten muss, entweder durch Schiffbau oder durch Unterstützung von Schiffbau, dass es möglich ist, dass das Plastikproblem in den Weltmeeren endlich angegangen werden kann. Und weitergehende Punkte, wo ich mir zugegebenermaßen auch ein bisschen mehr Motivation gewünscht hätte, gemeinsamen Mut gewünscht hätte, wäre der Bereich des stärkeren Ausbaus der Offshore-Industrie als zentralen Bestandteil der maritimen Wirtschaft. Wir sehen die Nachhaltigkeit nicht nur als SPD-Fraktion umweltpolitisch, sondern wir sehen sie auch als sozialpolitisch. Und der Erfolg der maritimen Branche basiert auf qualifizierte Arbeitskräfte und auf gute Sozialpartnerschaft. Und da müssen wir dafür sorgen, dass das so bleibt. Und die weitere große Herausforderung, die sich aus der Digitalisierung der Wirtschaft ergibt, kann man nur gemeinsam mit den Gewerkschaften in guter Sozialpartnerschaft meistern. Es wird Zeit, dass wir das maritime Bündnis wieder stärken, wo Gewerkschaften und Arbeitgeber an einem Tisch kommen und alle miteinander an einem Tisch gemeinsam auf Augenhöhe die notwendigen Entscheidungen im Zusammenhang mit der Digitalisierung treffen. Damit die maritime Wirtschaft vorbereitet ist auf die großen Herausforderungen, die auf sie zukommen, damit die guten Sozialstandards, die hart erarbeitet und erkämpft werden mussten, geschützt werden können. Gute Sozialstandards, die wir noch in vielen Bereichen haben, wie in dem Antrag erwähnt, zum Beispiel in dem Bereich der Schleppschifffahrt in Deutschland, zum Beispiel im Bereich an der Kaikante bei den Hafenarbeiterinnen, dass sie auch weiterhin gute Arbeitsplätze haben werden, dafür setzen wir uns ein. Abschließend bedanke ich mich herzlich bei meinem Kollegen Kruse für die konstruktive Zusammenarbeit bei der Erarbeitung des Antrags und freue mich auf die weitere Zusammenarbeit. Nächster Redner ist der Kollege Hagen-Reinhold, FDP.